Ich habe es nicht gewusst, war überrascht und hätte mich beim Schätzen ziemlich vertan. 200 Fragen stellt Jesus im Neuen Testament an die Menschen, denen er begegnet. 9 von ihnen hat der italienische Ordensmann Hermes Ronchi ausgesucht und noch die Frage Marias an den Erzengel Gabriel dazu gestellt: Wie soll das geschehen? Auf Einladung von Papst Franziskus hat er damit aufsehenerregende Fastenexerzitien im Vatikan gestaltet. Der Titel, die nackten Fragen des Evangeliums, ist einfach wörtlich aus dem Italienischen übersetzt und meint eher die herausfordernden Fragen des Evangeliums. Dass Jesus nicht einfach schnelle Antworten parat hat, findet Ronchi besonders sympathisch und schreibt: Die offene Frage ist eine Form gewaltfreier Kommunikation, denn sie bringt den anderen nicht zum Schweigen, sondern sucht das Gespräch, bezieht den Gesprächspartner ein und lässt ihm seine Freiheit. Das ist eine ganz andere Perspektive auf Jesus, den die Kirche so gerne als Herrn und Meister der klaren Ansage versteht. Wenn Jesus sich so den Menschen zuwendet, dann heißt das auch, jeder ist gefragt. Er wird zum einen von Christus gewollt, muss zum anderen aber auch Stellung beziehen und selbst Antworten finden. Das stellt Ronchi in seinem Buch heraus und macht es für den Leser zu einem ganz persönlichen Gewinn. Allerdings macht der Servitenpater klar, dass das nicht in einer spirituellen Nabelschau enden darf, denn die Fragen Jesu richten sich ja nicht nur an den Einzelnen und die eigene Gottesbeziehung. So wichtig das ist, die Sorge um den Nächsten und die anderen steht gleichberechtigt daneben. Und da geht es dann auch um Gesellschaft, um Politik. Ronchi macht es an der Frage, wie viele Brote habt ihr deutlich, die Jesus bei der wunderbaren Brotvermehrung stellt. Das ist eine Aufforderung, Armut und soziale Ungerechtigkeit zu sehen und die Güter der Welt gerecht zu teilen. Ronchi deutet die Frage aber noch weiter. Sie bedeutet für ihn auch, dass die kirchlichen Vermögenswerte transparent sein müssen und es keine finanziellen Mauscheleien geben darf. Die nackten Fragen des Evangeliums, mich hat das Buch begeistert, weil es der Leser bei und nach der Lektüre automatisch weiterdenkt. Dabei braucht man kein Intellektueller zu sein. Ronchi spricht jeden interessierten Christen an und kann ihn in seinem Glauben weiterbringen. Oder um es mit dem Autor selbst zu sagen, Fragen bergen Schätze und können uns Neues offenbaren.